Eisenharter Doktor ist natürlich sehr frech, weil Harry König ist natürlich in gewohnter Manier sehr einfühlsam. Aber wir haben gesagt, Thema Eisen ist wichtig genug, um es einfach mal in den Mittelpunkt zu stellen, weil offensichtlich eine große Unkenntnis darüber in der Bevölkerung vorherrscht. Und Eisen ist echt wichtig. Eisen ist sehr, sehr wichtig für die gesamten Lebensfunktionen, für die Energieherstellung und vor allen Dingen für die subjektive Aktivitätsgefühl des Einzelnen. Mhm. Und jeder vierte Mensch auf diesem Planeten ist von Eisenmangel betroffen, mhm, in verschiedensten, sagen wir mal, Stärken oder Ausprägungen. Und insofern ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es auch häufig einfach nicht diagnostiziert wird. Also es wird nicht erkannt. Mhm. Da werden wir drüber reden. Was sind die Symptome, die darauf hinweisen könnten? Wie kann man es untersuchen? Wie kann man es behandeln? Selber Präparate futtern, bringt das was? All das sind Themen, die wir heute mit Dr. Harry König besprechen werden. Frage an unseren Arzt, Harry. Ist es dann auch so, wenn man ein Blutbild gemacht kriegt, dass dann der Eisenwert wirklich aussagekräftig gecheckt wird? Das hängt von dem Kollegen ab, der die Untersuchung macht. Wenn er den Verdacht hat, wird er eben diesen spezifischen Wert, also nicht nur das Serumeisen, das Eisen, das im Blut schwimmt, sondern auch das Speichereisen messen. Mhm. Und letztendlich reicht ein kleines Blutbild und dieser Ferritinwert, um auf die Spur eines möglichen Eisenmangels zu kommen. Der Ferritinwert, der sollte explizit ausgewiesen sein. Und warum das so wichtig ist, das Eisen im Körper, und warum das oft unterschätzt wird oder unterbewertet wird, das machen wir uns jetzt mal ganz plastisch klar mit einem kleinen Film. Wer genug Eisen in sich hat, den haut so schnell nichts um. Auch wir brauchen eine tägliche Eisenration, um stabil zu bleiben. Das Element Eisen ist Kernstück der roten Blutkörperchen, die den lebensnotwendigen Sauerstoff durch den Körper transportieren. Und auch die Kraftwerke in den Zellen, die uns Energie liefern, benötigen Eisen. Der beste Eisenlieferant ist Fleisch. Unser Organismus kann es dort am leichtesten finden. Auch in pflanzlicher Nahrung ist Eisen drin, aber nicht so gut verwertbar. Vegetarier können mit Nüssen, manchen Hülsenfrüchten oder rote Beete ihren Eisenhaushalt aufpeppen. Über den Darm gelangen die Eisenmoleküle ins Blut und von dort in das Knochenmark, wo sie gebraucht werden für die Herstellung roter Blutkörperchen. Überschüssige Eisenmoleküle speichern Leber und Milz, die sie nach Bedarf wieder freisetzen. Steckt im Körper eine Entzündung, ist die Eisenaufnahme blockiert. Und auch wenn die Speicher leer sind, heißt es Eisenmangel. Bleiben wir doch mal bei diesen plastischen Bildern. Da wurde im Film gerade ein Teller mit Eisennägeln serviert. Wir haben hier auch Nägel da, weil man damit ganz gut begreifbar machen kann, wie viel wir haben und wie viel wir brauchen. Genau. Da brauchen wir aber die Digitalwaage zu. Ja, am Ende brauchen wir die Digitalwaage dazu, um es plastisch darzustellen. Also wir haben hier mal fünf, respektive, was zähle ich hier doch, das sind fünf Nägel, das sind ungefähr 5 Gramm. Und das entspricht dem durchschnittlichen Gesamteisengehalt des Körpers. Mhm. Und wir haben ja sehr vorbereitet für die Sendung und haben uns hier, jetzt schauen wir mal, ob wir die Technik beherrschen, wiegen wir diesen Mininagel mal ab. Das lassen wir jetzt wiegen, es dauert einen kleinen Moment. Und der sollte 0,1 Gramm haben. Also wir haben hier 0,1 Gramm an Metalleisen idealerweise. Ich weiß nicht, ob es reines Eisen ist. Und davon wiederum sollten wir jeden Tag ein Zehntel zuführen. Und von diesem Zehntel letztendlich nehmen wir aber nur wiederum ein Zehntel auf. Also wir nehmen 0,1 bis 0,2 Milligramm pro Tag auf, respektive 1 bis 2 Milligramm, Entschuldigung, um genau zu sein. Und das ist dann ausreichend im Regelfall, wenn wir gesund sind, um unseren Eisenhaushalt zu unterhalten. Aber wenn wir im Mangel sind, dann brauchen wir definitiv mehr an Eisen. Dann müssen wir zuführen. So, und wenn ich jetzt im Mangelbereich bin, was sind Symptome, die mich darauf aufmerksam machen könnten, abgesehen von dem Blutbild, wo dieser Ferritinwert bestimmt wird? Also es sind meistens zu Beginn recht unspezifische Zeichen. Das heißt Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ein bisschen stumpfes Haar. Mhm. Es ist auch die Stimmung betroffen häufig. Es ist die allgemeine Leistungsfähigkeit betroffen. Man ist nicht ganz so leistungsfähig. Also man merkt, das ist recht unspezifisch. Und jeder findet sich so ein bisschen darin wieder, weil man immer Tage hat, wo es einem ein bisschen schlechter geht. Mhm. Wenn man aber sukzessive merkt, dass ausreichend Schlaf und Erholung nicht mehr ausreichen, um sich frisch zu fühlen, leistungsfähig zu fühlen, kann das ein deutliches Zeichen dafür sein, dass eben ein beginnender oder schon manifester Eisenmangel vorherrscht. Und dann ist der nächste Schritt. Was mache ich dann?
Der nächste Schritt ist, ich gehe zu meinem Hausarzt und spreche mit ihm über die Möglichkeit eines Eisenmangels. Und dann macht er diesen spezifischen angesprochenen Test, nämlich eigentlich einen Bluttest plus den Ferritin, den Speichertest. Denn wir verstehen im Regelfall den Eisenmangel als Blutarmut. Aber das ist die Spitze des Eisbergs, ist dann die Blutarmut. Also wenn tatsächlich so wenig Eisen so lange nicht im Körper war, dass wir zu wenig Blut herstellen konnten. Weil dann sind wir schon wirklich im manifesten Bild. Mhm. Aber schon die Vorstufen sind behandlungswürdig, weil man eben symptomatisch ist darunter. Mhm. Und gibt es eine Unterscheidung zwischen dem Bedürfnis von Frauen und Männern? Also Frauen, da ist ja der Eisenwert, der wird ja immer niedriger angesetzt als bei Männern. Aber wir funktionieren doch gleich. Genau so ist es. Das ist absolut wie wir auch. Und das ist auch ein großes Thema, weil wir, also die Kollegen, die sich intensiv mit dem Eisenstoffwechsel befassen, sind der Meinung, dass wir nicht zwei verschiedene Werte, Normwerte bräuchten. Es liegt daran, dass Frauen im Regelfall einfach regelmäßig, also mit der Menstruation, Regelblutung, Eisen verlieren. Und deswegen sind die Normwerte bei Frauen, also sprich, wenn wir durchschnittliche Frauengruppierungen nehmen, einfach geringer. Dann hat man also gesagt, okay, dann ist es eben bei Frauen so, die haben halt weniger, aber es ist für uns praktisch und faktisch so, dass wir nicht sagen, wir tolerieren es nicht bei Frauen, dass sie weniger haben. Wir hätten gern ähnlich hohe, stabile Werte bei Männern wie Weiblein. So, und jetzt nehme ich genug Eisen zu mir, durch die Nahrung zum Beispiel, kann das aber nicht speichern. Was kann da dann das Problem sein? Das Problem ist dann häufig ein Entzündungsprozess, der chronisch im Körper stattfindet, der dann das Ganze komplett durcheinander wirft. Weil dann das gespeicherte Eisen im Körper nicht für den Körper zur Verfügung steht. Das heißt, der Mechanismus des Transportes aus dem Speicher ins Knochenmark zur Blutbildung oder eben in die Zelle zur Energiegewinnung kann nicht stattfinden. Das blockiert sich, die Ausgänge werden zugemacht, richtig biochemisch betrachtet durch die chronische Entzündung. Und deswegen sind auch alle Patienten, die einer chronischen Entzündungssituation unterliegen, häufig doppelt gefährdet, einen Eisenmangel symptomatisch zu erleiden, obwohl sie vielleicht im Speicher voll sind. Da können wir nachher sicherlich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Wir konnten noch ganz kurz auf die Lebensmittel gucken, weil das natürlich die Quelle Nummer eins für unsere tägliche Eisenzufuhr ist. Es gibt Lebensmittel, die, das haben wir auch schon eben im Film gesehen, viel Eisen enthalten. Du hast die hier auch aufgebaut. Was würdest du noch dazu zählen? Also rote Beete auf jeden Fall. Rote Beete als Gemüse, Linsen als Gemüse, die ganzen Körner sind ideal zur Zufuhr. Aber letztendlich muss man auch aussprechen, dass Fleisch, innerein isst man heute nicht mehr so wie früher, sind nicht mehr so en vogue, wenn man sagen kann. Aber Leber zum Beispiel ist das am eisenhaltigste überhaupt. Aber wer macht heute Leber? Wo kriegt man heute Leber? Und nicht jeder mag es auch letztendlich. Es ist so, dass wir propagieren die ausgewogene regionale, saisonale Ernährung, also möglichst nicht vorbereitete Nahrungsmittel, wie wir es heute hier auch bekommen, frisch zubereitet, mit tollen Produkten, Bioprodukten möglichst, weil die einfach vom Gehalt der Vitalstoffe, der Vitamine so entscheidend sind. Denn wir brauchen nicht nur das Eisen, wir brauchen auch Vitamine, um das Eisen gut aufzunehmen. Also es muss immer so ein Konglomerat von verschiedenen Faktoren sein. Und dann ist eine ausgewogene Ernährung im Regelfall auch ausreichend. Wenn Sie jetzt aufmerksam waren und zugehört haben, denken Sie, in dieser Aufteilung hat ja jetzt was gefehlt. Wo ist denn da der Spinat, der ja immer als der Eisenlieferant schlechthin gehandelt wurde? Das ist heute die Alltagsfrage des Tages. Mark ist süchtig, süchtig nach Spinat. Genauso wie sein Jugendheld Popeye. Ihm hat das grüne Gemüse doch auch ungeahnte Kräfte verliehen. Na klar, Spinat ist ja auch eine echte Eisenbombe und macht Männer eisenhart. Allerdings, wie Arnold Schwarzenegger sieht Mark ja nicht gerade aus. Nach so vielen Jahren Spinat? Stimmt das vielleicht gar nicht mit dem vielen Eisen? Ich glaube, Spinat enthält nicht so viel Eisen, wie angenommen wird. Aber wie viel, weiß ich auch nicht genau. Spinat enthält Eisen und kann aber meiner Meinung nach nur aufgenommen werden, wenn es warm gekocht ist. Also meine Oma hat das ja früher immer gesagt, ist viel Spinat, weil da ist viel Eisen drin. Und diese alte Weisheit, die schwebt immer noch bei mir im Kopf. Also das muss ich sagen. Spinat ist ein Eisenwunder. Basiert auf einem Abschreibefehler im 19. Jahrhundert, dass ein Forschungsbericht falsch abgeschrieben wurde und das Komma falsch gesetzt wurde. Und dass eigentlich nur ein Zehntel des Eisenanteils wirklich im Spinat drin ist. Wie ist es denn nun? Alles ein Irrtum und Spinat enthält nahezu kein Eisen? Ist der Eisengehalt im Spinat zwar gar nicht so schlecht, aber der Körper kann das Eisen nicht gut aufnehmen? Oder ist Spinat wirklich so gut wie sein Ruf, also ein wahres Eisenwunder?
Als Ernährungswissenschaftlerin ist Anja Krumbe die richtige Ansprechpartnerin, wenn es ums Essen geht. Dass so viele Kinder keinen Spinat mögen, wundert sie. Ob gekocht oder als Salat, Anja Krumbe findet ihn super. Aber würde sie Spinat auch bei Eisenmangel empfehlen? Stimmt es und Spinat ist wirklich so gut wie sein Ruf, ein wahres Eisenwunder? Nein, das stimmt so leider nicht. Der Mythos von viel Eisen im Spinat, der beruht wirklich auf einem Messfehler. Also alles ein Irrtum und Spinat enthält so gut wie gar kein Eisen? Nein, das stimmt nicht. Spinat ist zwar kein Eisenwunder, aber für ein pflanzliches Lebensmittel enthält er schon ganz ordentliche Mengen Eisen. Allerdings ist Spinat eben kein guter Eisenlieferant. Spinat enthält also eine gewisse Menge Eisen, die der Körper jedoch nur schwer aufnehmen kann? Genau, richtig. Eisen ist schon im Spinat drin, allerdings kann der Körper das relativ schlecht verwerten. Bei pflanzlichen Lebensmitteln kommt es eben nicht nur darauf an, dass viel Eisen drin ist, sondern auch, was noch für andere Stoffe drin sind. Und beim Spinat ist es so, dass er auch Oxalsäure enthält und die macht es halt dem Körper ein bisschen schwer, wirklich das Eisen auch aufzunehmen. Und wer sich sehr gut mit Eisen versorgen will, der sollte eben auch nach anderen Lebensmitteln schauen und dann vielleicht auch mal nach einem Stück Fleisch. Die Spinatfutterei war also umsonst. Ab heute ist Schluss mit dem Grünzeug. Ist doch eh was für Mädchen. Echte Männer essen echtes Fleisch. Da ist endlich mal eine ordentliche Portion Eisen drin. Und dann wird's bestimmt auch was mit den Muckis. So ist es. Jojo, Fleisch essen, aber das Gemüse dabei nicht vergessen. Das soll nicht die Message sein. Und vor allem, Harry hat jetzt gerade noch erwähnt, dass der Spinat, wie er gegessen wird, ganz, ganz wesentlich ist. Also dieser Rahmspinat ist eher kontraproduktiv, weil die Milch und der Spinat sich blocken gegenseitig. In der Milch ist ja viel Kalzium enthalten. Ja. Wir wissen, dass zwar auch schwer zu mobilisieren ist für uns Menschenkinder, aber das Kalzium bindet das Eisen so, dass wir letztendlich, obwohl Spinat viel Eisen enthält, durch das Milch oder das Rahmprodukt im Spinat das Eisen gar nicht mobilisieren können. Das kommt gar nicht an. Siehst du mal. Ja, schön, dass Sie bei uns sind. Ich behaupte mal, es wird nicht zu Ihrem Schaden sein. Wir haben uns nämlich heute ein ganz wichtiges Thema vorgenommen, Eisenmangel. Dr. Harry König ist bei uns und animiert von seinen Kommentaren oder Hinweisen. In der ersten Stunde haben wir auch ganz viele Mailfragen bekommen, unter anderem von Frau Meierhoff, die sagt, ich bin wahnsinnig viel müde. Gähne wahnsinnig oft und ist abgeschlagen. Kann das ein Hinweis auf Eisenmangel sein? Ist so eines der Kardinalsymptome, diese Müdigkeit, Gähnen als Zeichen der Müdigkeit. Natürlich, selbstverständlich gibt es andere Ursachen für Müdigkeit. So Haupterkrankungen sind meistens Schilddrüse und oder eben Eisenmangel. Und mit den Beschwerden letztendlich, wie auch schon empfohlen, im ersten Teil der Sendung zum Hausarzt gehen, spezifisch nachschauen. Einen Tag später weiß man Bescheid. Dann widmen wir uns jetzt dem Thema Eisenmangel. Dr. Harry König ist heute bei uns. Wir hatten in der ersten Stunde schon mal so ein paar Grundgeschichten angesprochen. Also über die Ernährung kann man Eisen natürlich zuführen. Am besten geht es über Fleisch. Und bei Gemüse sind Paprika, rote Beete ist ganz gut. Ne? Linsen, toll. Datteln. Paprika, ja. Und okay. Früchte. Aber es muss halt letztendlich muss es zusammenpassen. Es darf jetzt nur, da kommt wieder Gemüse in flüssiger Form. Vielen Dank. Das ist natürlich auch sehr erquicklich, weil ganz frisch und sehr positiv mit Eisen, nämlich hier in dem Fall rote Beete, behaftet, nicht belastet. Und schmeckt auch sehr lecker, wie wir schon versuchen durften. Genau, da kann man quasi jedes Essen nochmal mit aufmischen. Peppen, so ist es. Gerade heute, wo wir zwar sehr lecker essen, aber durch die Zusammensetzung eben wenig Eisen drin ist, einfach darauf achten. Und Vitamin C ist auch dabei, genau, was dem Körper Vitamine. Dann hilft, das Eisen aufzuschlüsseln, aufzuspalten. Jo, dann könnten wir doch mal auf einen Film zusteuern, den wir vorhin quasi schon angetextet haben, als es darum ging, dass Männer und Frauen eigentlich die gleichen Eisenwerte im Blut haben müssten. Bei Frauen werden die immer traditionell eher weniger angesetzt, bei Männern eher höher, wobei das macht A keinen Sinn und B sind Männer genauso häufig von Eisenmangel betroffen wie Frauen, was unser nächster Film zeigt. Ein regelmäßiges und ausgewogenes Abendessen ist für David Marti Alberti selbstverständlich. Trotzdem fühlte sich der 23-Jährige in den letzten Monaten immer erschöpfter. Selbst das Basteln an seinen Motorrädern machte ihm keinen Spaß mehr.
Ja, auf Arbeit habe ich nicht mehr alles geschafft, so wie vorher, zu heben zum Beispiel oder längere Sachen zu tragen. Und ich hatte erhöhten Puls, Schwindelanfälle, ein bisschen schwarz vor den Augen und ja, und war halt immer so, als ob ich gleich umfalle. Für den Hämatologen Stefan Rackwitz sind das Symptome, die ihn sofort aufmerksam werden lassen. Seine Vermutung: Eisenmangel. Jetzt kommt der nächste entscheidende Schritt, ein Bluttest. Damit wird die Diagnose nach kurzer Zeit endgültig möglich sein. Besonders wichtig hierbei die Werte von Ferritin, Transferrin und Hämoglobin. Sie spielen beim Eisenstoffwechsel eine entscheidende Rolle, der mit der Aufnahme des Eisens aus Nahrungsmitteln beginnt. Über den Darm gelangt es in den Körper. Transferrin, ein Transportmolekül, trägt es zu den Organen. Auch im Blut zu finden, Ferritin. Es ist für die Speicherung des Eisens, zum Beispiel in der Leber oder der Milz, zuständig. Im Knochenmark wird das Eisen dann im Hämoglobin gebunden, um damit neue rote Blutkörperchen zu bilden. Bei David Marti Alberti sind die Ferritin- und Transferinwerte zu niedrig. Auch der Hämoglobinwert ist bereits gesenkt. Ein mögliches Problem: Das Eisen kann nicht aufgenommen werden. Selbst bei hohen Eisenwerten im Blut werden die Organe durch die Aufnahmestörung nicht ausreichend versorgt. Auch möglich: Das Eisen geht durch kleinste Blutungen verloren. Und wie geht's jetzt weiter mit der Um Blutungen zu entdecken, wurden bei David Marti Alberti eine Magen- und eine Darmspiegelung gemacht. Sowohl in der Magen- als in der Darmspiegelung konnten typische Befunde erhoben werden. David Marti Alberti hat einen chronisch entzündeten Darm, Morbus Crohn. Dadurch hat er Probleme bei der Eisenaufnahme, aber auch kleinste Blutungen, die wahrscheinlich schon viele Monate bestehen. Der 23-Jährige muss wegen seiner extrem niedrigen Werte nun einmal wöchentlich zu einer Eiseninfusion. Parallel dazu wird auch die entzündliche Darmerkrankung behandelt. David Marti Alberti sind die gezielten Infusionen gut bekommen. Langfristig wird er seinen Speiseplan noch eisenreicher austüfteln. Und im Frühjahr geht es dann wieder auf Tour mit mehr Energie. Wir nehmen aus dem Film schon mal zwei Sachen mit. Zum einen: entzündliche Prozesse können Eisenmangel vorantreiben. Und verstärken. Und verstärken. Zum anderen: eine Infusion ist möglich, um quasi den jetzt erstmal wieder aufzustellen, weil das sehr viel schneller wirkt. Oder was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass wir den Magen-Darm-Trakt nicht brauchen, der natürlich immer nur ein Zehntel von dem aufnimmt, was wir zuführen an Eisen. Mhm. Und dann gibt es auch häufig Unverträglichkeiten auf Eisenprodukte. Der eine verträgt sie nicht so gut, der andere bekommt Verstopfungen dadurch. Also es sind sehr komplexe Mechanismen, die eine Rolle spielen zur Eisenaufnahme. Bei der Infusion ist die Verträglichkeit 10-mal besser, auch statistisch belegt, auf alle Symptome. Das heißt, klar kann man auf alles Nebenwirkungen bekommen, aber die sind relativ harmlos. Und man ist sehr schnell und direkt da, wo man hin will, nämlich beim aufgefüllten Eisenspeicher. Mhm. Bei der oralen Therapie, bei der Einnahme von Eisenpräparaten, läuft man so ein bisschen hinterher. Man verliert ja meistens ein bisschen mehr Eisen, sonst hätte man ja keinen Eisenmangel. Mhm. Und man hält den Status quo, aber kommt nicht zum Ziel. Also wir bevorzugen bei schwerem Eisenmangel definitiv die IV-Therapie. So, die Therapie ist ja das eine, um das zu ersetzen, was fehlt. Aber wenn quasi ein entzündlicher Prozess im Körper weiter abläuft, dann stopfe ich ein Loch und zum anderen läuft es weiter raus. Also ich muss an die Entzündung drangehen, oder? An die Ursache des Eisenmangels, respektive an die Ursache des Ressourcengebrauchs. Denn wir haben gelernt gerade im Film, dass selbst Patienten, die einen guten Eisenspeicher haben, gar nicht darauf zurückgreifen können, solange diese chronische Entzündung im Körper noch so prävalent ist. Mhm. Es gibt die seltene Situation, zum Beispiel bei Krebserkrankten, dass man selbst bei hohem Eisenspeicher noch IV-Eisen gibt, wenn man abgewogen hat, was besser für den Patienten ist, weil die Blutarmut für diese Patienten so substanziell ist für das Lebensgefühl, für Lebensqualität. Sieh mal an. Wenn wir gerade bei Entzündungen sind, also Morbus Crohn hatten wir jetzt gerade schon im Film thematisiert. Es gab auch eine Mail, da geht es um Rheuma. Also jemand, der Rheuma-Medikamente nimmt und trotz regelmäßiger Eisenzufuhr nicht auf seinen Pegel kommt. Das ist im Grunde das Gleiche, das Rheuma. Genau, also die Grunderkrankung verhindert, dass er seinen Eisenspiegel halten kann. Also diesen Patienten, die regelmäßig abhängig sind davon, Eisen zu bekommen. Mhm. Solche Patientengruppen gibt es, aber wenn man die letztendlich Problematik erkannt hat und regelmäßig dann
Intervall von Monaten Eisen IV zuführt. Wir haben solche Patienten, wir kontrollieren deren Spiegel. Wenn der halt abgefallen ist, bei bekannter Grunderkrankung, substituieren wir. Wir haben eine Anruferin aus Kempten, Frau Weißenhorner. Hallo. Hallo, grüß Gott. Grüße Sie. Hallo, bitte schön, Ihre Frage, Frau Weißenhorner. Ich habe also keinen Eisenmangel, sondern einen Eisenüberschuss. Und was kann hier die Ursache sein? Und was kann man dagegen tun? Ich bin auch Rheumatikerin und nehme Rheumamedikamente. Also wahrscheinlich ist dann bei Ihnen tatsächlich der Eisenspeicher hoch als Reaktion auf den chronisch entzündlichen Prozess im Körper. Es gibt noch ein selteneres Krankheitsbild, die sogenannte Eisenspeicherkrankheit, bei der der Körper von seinem Eisenhaushalt aufgrund einer vererbten Störung die Eisenmenge überproportional einlagert und es dadurch zu Leberschäden kommen kann. Das ist aber eher die seltenere Variation. Wir haben zwar sowas in der Familie, ich habe es erzählt vorhin, aber im Regelfall sind es entzündliche Erkrankungen und es gibt auch Medikamente, mit denen man dieses Eisen ausführen kann, ausleiten kann. Da sollten Sie Rücksprache nehmen mit dem behandelnden Arzt. Das macht man aber nur dann, wenn das hohe Eisen, das hohe Speichereisen auf den Körper schädlich wirkt. Dann hast du auch fast schon die Frage von Frau Jakobs beantwortet, weil sie hat auch eine Eisenspeicherkrankheit und fragt, ob die ererbt ist und ob sie trotzdem Eisen zu sich nehmen darf. Also man muss kontrollieren, welche Form der Eisenspeicherkrankheit vorliegt. Das ist ein Gentest, der ist einfach, wenn auch ein bisschen kostspielig, aber es ist wichtig, weil solche Patienten sind dann die, die kommen irgendwann mit Leberzirrhose, weil der Leber vom Eisen so stark geschädigt ist. Also bei unklaren Leberproblemen immer auch mal an die Eisenspeicherkrankheit denken. Und wenn die Diagnose dann steht, kann man über Aderlass in dem Fall, also der andere Weg, wir führen Eisen über Aderlass ab, also eine eigentlich antiquierte Behandlungsmethode, die aber bei bestimmten Krankheiten doch noch indiziert ist, nämlich bei solchen Speicherkrankheiten oder wenn man zu viele Zellen im Körper, Blutzellen führt. Wahnsinn, wie vielschichtig das auch alles ist, ne? Und wie eines doch wieder zum anderen eins zusammenhängt. Das andere, genau. Irre. Wir reden wieder weiter über die Eisen. Mangel, Krankheiten, Erkrankung. Möglichkeiten. Krankheit die Eisenmangel, ist es ja nicht, Krankung. Ne? Ja, doch, das ist schon eine Erkrankung. Ja. Ich komme auf die Ursache an. Ja. Wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisberges. Wir sehen den Mangel. Und die Ursache gilt es herauszufinden. Wir wollen ja zukünftig, dass der Patient Mangel zurückkehrt, sondern sein Eisen gestalten kann, dass er gesund durchs Leben schreitet, ohne Medikamente und oder auch Infusionen. Präparate. Gelingt nicht immer, aber ist das Ziel. Das wär's. Du hast gerade die Präparate schon angesprochen. Da gibt es ja auch frei verkäuflich im Reformhaus, wo auch immer, viele Präparate. A, kann ich selbst substituieren? Also das Gefühl, ich bin schlapp, also nehme ich mal Eisen, wird schon nicht schaden. Also der Arzt in mir sagt natürlich nein. Immer zuerst schauen, was ist los. Ja. Ursachenforschung immer zuerst, denn es gibt eben auch andere Ursachen, haben wir schon gesprochen heute darüber. Es kann eine Schilddrüse sein, es können auch verbrauchende Erkrankungen sein, sprich auch mal eine Krebserkrankung, kann müde machen als erstes Symptom. Es gibt viele Ursachen, deswegen bitte immer zuerst nachschauen, ob ich Eisen brauche. Wenn ich denn Eisen brauche, welches vertrage ich gut? Zeig doch einfach mal, was hier so steht. Also wir haben hier ein reines Eisenpräparat, das nur aus Eisen besteht. Hier ein pflanzliches mit Vitaminen versetzt. Hier eine homöopathische Verdünnung. Und hier haben wir auch eines, das versetzt ist mit anderen Bestandteilen, mit Kräutern. Und es ist so, dass man aus Erfahrung sagen kann, die reinen Eisenpräparate werden häufig nicht so gut toleriert, aber haben eine große Menge an Eisen. Also für den, der es verträgt, passt es dann schon. Und die anderen sollten sich beraten lassen in der Apotheke, wenn sie sagen, okay, ich habe die Diagnose, denn Eisenpräparate sind ja auch keine Präparationen, die jetzt auch die Kassen so primär einfach mal so erstatten. Gibt es immer große Diskussionen. Deswegen beraten lassen von der Verträglichkeit her, letztendlich die Ernährung abstimmen, die Ursache erkennen, sodass wir nicht andauernd substituieren müssen und dann individuell schauen. Ich bin persönlich ein Freund von Mischpräparaten, wo auch ein bisschen Vitalstoffe drin sind, also ein bisschen B-Vitamine, ein bisschen Vitamin C, weil die Aufnahme besser ist für den Einzelnen, die Verträglichkeit im Regelfall besser ist. Aber da gibt es keine Regel, dass man sagen kann, jeder verträgt dieses oder jenes Präparat. Das ist sehr individuell. Und wir sind ja auch der Meinung bei uns im Team, dass wir, wenn wir wirklich Severity, also ausgeprägte Eisenmangelsyndrome, Symptomatiken haben, dass wir dann intravenös substituieren, weil wir dann relativ schnell am Ziel sind. 2-3 Wochen nach Beginn der Therapie ist der Patient auf dem Spiegel und dann kann er erhalten. Und dann können wir auch parallel die Ursachen behandeln. Wir haben noch eine Telefonfrage von Frau Schubert. Hallo, Frau Schubert. Hier ist die Frau Schubert. Und, zwar wollte ich gerne wissen, ob die Aronia-Beere
ob das gut ist. Wir haben sie selbst, wenn man sie als Marmelade kocht und vielleicht öfters zum Frühstück isst. Ich habe leider den Namen. Die Aronia-Beere. Die Aronia-Beere. Also grundsätzlich hört sich das nach viel Vitamin C an und hört sich danach an, dass es eine gesunde Frucht darstellt. Ich kenne den Eisengehalt dieser Pflanze leider nicht. Ich wüsste gar nicht, wie die ausschaut, wenn ich ganz ehrlich bin, die Aronia-Beere. Aber Beeren sind sehr, sehr Vitamin C-haltig, ja, häufig auch eisenhaltig, aber im Speziellen. Die spezielle Beere müssen wir passen. Da müssen wir nachschauen. Können wir aber machen. Wir können Sie ja dann gerne zurückrufen. Lassen Sie einfach Ihre Telefonnummer bei uns und dann werden wir das klären und Sie kriegen einen Rückruf von uns. Ich habe hier noch Mailfragen. Sekunde, jetzt habe ich es vor lauter Faszination. Eisenspeicherkrankheit haben wir schon gesagt. Die Geschichte gerade eben sollten wir vielleicht für die, die erst später zugeschaltet haben, nochmal vertiefen. Du sagtest, Eisen ist wichtig aufzunehmen, aber auf die Art und Weise kommt das an. Beispiel Spinat, also mal abgesehen von dem Kommafehler, als Rahmspinat kann man es auch lassen, aus Eisenperspektive. Aus Eisenperspektive. Ja. Schmeckt natürlich sehr lecker als Rahmspinat, aber es ist so, dass wenn wir Nahrung mit Milch vermischen, also das Essen mit Milchprodukten vermischen, dann ist das Calcium des Milchproduktes binden für das Eisen und das wird dann sehr, sehr schlecht aufgenommen. Also von den 10%, die wir normalerweise von dem Gramm Eisen aufnehmen würden, das wir zuführen, nehmen wir nur noch prozentual viel weniger zu uns. Also es ist wirklich so, dass wir von der Ernährungsseite her manche Produkte wirklich meiden müssen und da ist die Milch als Beilage im Sinne, als Adding zum Essen nicht so gut, weil das Kalzium, wie gesagt, das Eisen dann bindet. Mhm. Komplex. Noch eine schnelle Frage von Luzi Bott. Sie ist Vegetarierin seit einigen Monaten und fühlt sich tagsüber sehr müde. Reicht es, das Eisen durch Hülsenfrüchte und Spinat zuzuführen oder muss sie da Eisenpräparate zuführen? Also ich würde messen, also wie schlimm ist denn der Eisenmangel individuell bei ihr, wenn sie schon Müdigkeitszeichen hat und es wäre das Eisen, gehe ich davon aus, dass sie Vegetarier zuführen muss. Und je nachdem, wie schlimm es bei ihr ist, also wie stark abgesunken der Eisenspiegel ist, dann die individuelle Therapiewahl nach Rücksprache mit dem Arzt. Unser Arzt, Dr. Harry König, ich danke dir sehr für diese Einladung. Tolle Informationen und ich denke mal, jeder wird jetzt innerlich mal in sich reinhören, bin ich müde, bin ich schlapp, habe ich all die erwähnten Möglichkeiten, Symptome, das war das Wort, die weichen Symptome, bevor es die harten gibt. Ne? Dankeschön dafür. Sehr gerne.